Ich möchte ein kurzes Zeugnis geben. Wisst ihr, es gibt so viele Menschen, die so kaputt sind und so verbittert sind auf diese Welt und die haben noch nie Worte gehört wie ich liebe dich oder du bist wertvoll, du bist geliebt. Und nach einer Predigt von einem Pastor aus Litauen wurde ich so berührt. Es gab einen Zwischenfall bei mir zu Hause, wo ich hier wohne. Jemand hat sich beschwert beim Mieter schriftlich, dass ich das und das falsch mache. Und ohne davor mit mir gesprochen zu haben. Und das hat mich wirklich nicht verletzt, aber ich war sauer, dass man das so macht, weißt du, auf diese Art und Weise. Und nach dieser Predigt bin ich direkt zum Teegut gefahren, habe eine Flasche Wein und Schokolade geholt und bin hoch zu ihr und habe mich entschuldigt, dass er sie gekränkt hat, diese Art und Weise. Und ich hab ihr gesagt, du bist so geliebt, du bist so geliebt. Am Ende hat sie mir die Hand gegeben, obwohl sie es gar nicht wollte am Anfang. Und das hat sie voll berührt. Wisst ihr, wenn Menschen so ein Scheiße sind, Ablehnung, Anwälte, Anzeigen, negatives Gerede, die kennen das schon alles. Aber wenn du mit Liebe gehst zu denen, wirkliche Liebe von tiefstem Herzen, und sagst, ey, es tut mir voll leid, dass dich das verletzt hat. Das haut die um. Das haut die so um, weil sie das gar nicht kennen. Und ich will euch einfach ermutigen, sucht euch einen Menschen aus in eurer Umgebung, der noch nie diese Worte der Liebe gehört hat. Und geht zu ihm hin und sagt ihm das, oder ihr. Lade sie zum Essen ein, schenkt ihnen eine Flasche Wein oder Schokolade. Ein Zeichen der Aufmerksamkeit. Einfach so. Einfach so. Dann wird diese Nachbarn, die so verbittert und voller Gift sind, nicht mehr auf diese Welt geben. Seid gesegnet.